Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mal ein Update geben zu den Banhada-Nägeln, ne, die ich ja drauf habe jetzt seit dem, heute ist der sechste Tag. Ich zeige euch das mal. Ne, so ein bisschen, wenn man das sieht, hier ist so ein bisschen abgegangen. Das war dieser hier, ne? Der ist mir ein bisschen der Nagel abgebrochen und bin ich wogegen gestoßen. Aber ist sonst noch drauf und hier an den Spitzen geht das so ein bisschen weg. Ich finde das jetzt nicht mehr so schön, ne? Hier auch. Und ja, dieser löst sich schon so ein bisschen irgendwie vorhin, habe ich das bemerkt. Und habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, ich nehme die jetzt mal ab. Die haben richtig gut gehalten. Das ist eine dünnere Folie gewesen. Die hält richtig gut, die ist immer noch richtig drauf. Ja, so sieht das jetzt aus, ne? Bisschen was geht da oben auch ab, wie beim Nagellack auch. Komisch, ne? Obwohl es ja eine Folie ist. Aber es hat ein paar Tage gehalten. Um das abzumachen, muss man ja warmes Wasser nehmen. Habe ich mir hier reingemacht und die Finger da 5 Minuten reinhalten. Und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Nägel jetzt 5 Minuten im Wasser gehalten und bin jetzt auch gespannt, ob ich das... Ja, scheint leicht abzugehen, also... Ich mache das von oben, ne? So. Ja, habe ich ganz abgekriegt. Und der nächste. Also die hielten wirklich gut, muss ich sagen. Ich habe geduscht, ich habe Haushalt gemacht, ich habe gekocht und geputzt. Ja, was man so macht halt, ne? Und die haben recht gut gehalten. Hätte ich selber gar nicht erwartet, dass die so gut halten. Na, und jetzt bin ich gespannt, wie es abgeht. Der erste ging schon sehr gut ab. Na, jetzt. Na, auch ab. Also es geht auch sehr, sehr einfach wieder ab. Der ist mir fast zu schade. Da ist ja noch gar nichts dran. Hier war ja schon die Spitze so ein bisschen... weggebröselt. Ne? Ja, und die abgehen sie toll. Haben auch gut gehalten, haben alles mitgemacht, muss ich sagen. Wenn ich mir Nagellack drauf mache, das hält auch meistens nur 2-3 Tage. Und hier habe ich jetzt 6 Tage was von gehabt. Ich finde es toll. Die Nägel sehen auch gut aus danach. So, den kleinen und zuletzt dann den. Der hier, da ist ja gar nichts dran. Ne? Also da muss ich ja sagen, echt toll. Ja. Und die anderen, die sehen ja auch so aus wie diese glitzernde. Und da bin ich mal gespannt, wie die halten. So. Also ab geht's ganz gut. Mal schauen jetzt dieser hier. Ja. Na, am besten so von oben mit dem Fingernagel lockern und dann abziehen. Ja, toll, oder? Ganz ohne Nagellackentferner. Aber da werde ich jetzt, weil wir ja Unterlack drauf hatten, nochmal rübergehen mit dem Nagellackentferner. Und dann mache ich mir die neuen Nägel drauf und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Mit den neuen Nägeln. Das zeige ich euch nochmal. So, fertig sind meine Nägel. So schauen die aus. Na, und ich bin echt begeistert, wie lange das letzte Mal gehalten hat. Mal schauen, wie es diesmal ist. Ne? Gehen es wirklich sehr leicht drauf, aber 20 Minuten brauche ich schon für alle Finger. Ich muss ja dann zwischendurch mal gucken, welcher passt. Ne? So. So sieht das jetzt aus. Und wer das jetzt noch nicht weiß, ich habe schon ein Video dazu gemacht, zu diesen Banhada Nagelfolien. Und das werde ich mal oben verlinken. Da zeige ich nochmal genau, wie man die anbringt. Und ja, ich finde sie richtig schön. Na? Und bis zum 14.06. könnt ihr auch noch mitmachen bei der Verlosung. Einfach einen Kommentar unter meinem Video setzen mit dem Hashtag Banhada. Und zwar unter dem Video, wo ich das erkläre mit den... Nägeln, also dass ich oben einblende. Ne? Genau. Und dann einfach Banhada einen netten Kommentar schreiben
Und ihr könnt noch mitmachen an der Verlosung. Genau, weil einmal Nagelfolie wird noch verlost. Ja, ich finde sie richtig schön. Und mal schauen, ob das jetzt auch wieder 6 Tage hält. Also 6 Tage kann ich echt nichts sagen. Ich habe alles gemacht damit, ganz normal, mein Alltag. Und ja, haben wirklich gut gehalten. Und jetzt habe ich neue drauf. Ja, ich finde die echt toll, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die glitzern aber schön, die Nagelfolien von Banhada. Also ich bin ganz begeistert von diesen hier. So im Licht, ne? Wie schön in verschiedenen Farben die glitzern. Bin gerade so begeistert.